Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Aragami. Wir sind, ja, der rachsüchtige Geist und möchten Yamiko behilflich sein. Um das zu schaffen, um die Yamiko befreien zu können, müssen wir uns durch zahlreiche Gegnerhorden metzeln und ich bin heilfroh, dass wir es mal bis hierher geschafft haben. Und ich werde auch gleich das Glöckchen einsetzen und mich gleich schleichen. Jawohl. Und zack. Wunderprächtig. Und ab mit dir in die Schattis. 4D. Wir haben einen Großteil letztes Mal geschafft. Also was den Friedhof hier und so betrifft, ne? Das lief echt nicht schlecht. Wir haben den Talisman. Kehren wir um und suchen den Weg in den Wald. Jawohl, meine Gnädigste. Ich muss nur Schatten und so, weißt du? Ich bin ziemlich, wegen Licht und das, ne? Ja, also Schatten suchen. Es sind uns auch noch ein paar Gegner übrig geblieben, die ich im vorvorigen Part gemacht habe. Die habe ich sauber vergessen. Ja. Kann schon mal passieren, ne? Was tue ich eigentlich? Da ist niemand mehr. Da kann ich ja laufen. Lalilalila. Da ist auch niemand. Und da drüben waren noch ein paar Gradler. Langsam. Die wollte ich noch ausmerzen. Hui. 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 Ja, einmal geht's noch, komm. Nein. Mach, du Esel. Ach, jetzt geht es nicht mehr aus. Ich bin zu weit weg, ne? Ah ja, wenigstens so. Knapp, knapper, am knappesten Aragami. Was? Nein, Zoki. Ich bin knapp, knapp am knappesten. Jetzt muss ich warten, bis der Arsch da weg ist. Ja, der Arsch. Der Blöde. La 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 li la la. La la. La 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 li la la la. Na los, schleich dich. Bitte. Jawohl. Husch. Zack. Und verschwindibus. In die Schattus Totalus. Was? Jetzt sag nicht, der kommt her. Ich versteck mich mal sicherheitshalber. Puh. Ist niemand da. Kann sich wieder schleichen. Boah, wieso lief das lief jetzt aber nicht gut. Und warten. Der geht jetzt sicher wieder seine Runde, ne? Der ist jetzt nicht so freundlich und schleicht sich für mich. Ja, natürlich nicht. Wieso sollte er denn auch? Da. So. Ja, ich weiß, warten und so, ne? Aber es läuft ja ganz schlecht. Wenn wir die vier hier haben, tun, dann können wir uns ja auch schon den Weg durch den Wald suchen und bahnen. Ja, schleich dich. Der muss sich mal strecken, ja, ganz klar. Komm, geh, schleich dich. Das lief gut. Und nichts wie zurück in die Schatten. Hui, passt. Und leise. Gleich kommt der Gradler.
So, am besten hier hin. So. Dann können wir nämlich hier überraschend tun. Nö, lieber versteckt bleiben. So. Gedückt. Ich Depp. Ich hab mich verklickt. 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 Ich wollte nur anpassen. Ich Idiot. Ach, Mensch. Ja, ein Fehler und das ist schon wieder vorbei, ne? Scheißendreck. Ich wollte doch nur mal hinhalten und lass die Taste ganz leicht los. Wie gemein ist das denn bitte? Sauerei. Echt. So ein Dreck. Huch, der ist irgendwie... Ja. Scheiße. Nochmal. Dreck, verfluchter Elendiger. So. Ja, ich fluche jetzt mal durch die Gegend, ist mir wurscht. Kruzi Türken, es gibt's ja nicht sowas. Ja. Ja, ist wieder typisch. Typisch ich. Da kommt er. Weg da. Toll. Schleich dich. So. Husch. 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 Warten. Geh weg. Ah, ich muss so warten. Der da drüben wird gleich zurückkommen, oder? Ja, freilich. Zurück. Mann, jetzt passt das Timing wieder nicht. Grrr. Echt blöd. Das war gerade saublöd. Geh nur. Passt. Nix hier weg. Mit dir, du Kerl. Gut, der kommt schon zurück. Geh, Dreck. Das ärgert mich jetzt gerade. Ach, Mist. Passt. Gute Arbeit. Ah, der Gratler stört halt. Na los, hatsch weiter. Ich will heute noch durch den Wald. Ärgerlich. So doof anstellen. Na wirklich wahr. Das ist schon eine Kunst. Na los, hau ab. Passt. Weg mit dir. Und weg. So. Aber jetzt. Auf der Taste bleiben. Mann, ey, so viel. Ach, es ist schon übel. Und tschüss. Passt, sauber. Und weg mit dir. Ich werde nochmal sicherheitshalber zum Schrein rauflaufen. So, bitte nicht das Wasser berühren, sonst sind wir wieder kaputt.
Für den Fall der Fälle, dass ich der Kerl hier nicht aktiviert hätte, aber nö, passt alles. Schaut gut aus. Da wird mir eh nicht... Kommt man hier rauf? Nö, ne. No. Nee. Ja, bitte warten. Mach dich voll. So. Und lauf, 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 lauf. Lauf, 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 auflauf. So, durch den Wald. Also ich nehme mal stark an, dass es irgendwie hier sein sollte, ne? Also raus, irgendwie raus, raus dürften wir scheinbar. Neue Gegner scheinen auch nicht gespawnt zu sein. So. Jetzt ist nur die Frage, wo muss ich hin? Wo ist denn hier dieser Wald? Oh, was war da? Schreine. Ja, wie? Schattentechniken können nur begrenzt oft eingesetzt werden. Die Punkte auf deinem Umhang zeigen dir, mittig, okay, wie oft die ausgerüstete Technik noch eingesetzt werden kann. Näherst du dich einem Schrein, werden alle deine Schattentechniken wieder aufgefüllt. Wir haben nix. Ist das auch ein Schrein? Weil das plötzlich aufgeploppt ist? Oder kam das nur später? Kam scheinbar nur später. Naja. Wald. Wo war das mit dem Wald? War das nicht da hinten? Musste man nicht hier nochmal durch? Gespeichert? Jo. Gespeichert? Wirklich das Speichern, wie wir es gerne haben? Ich habe das nämlich sauber vergessen, wo das war. Und jetzt zeige es mir auch nicht mehr an. Vielleicht kann ich den guten Raben mit R. Nix da mit R. Ah, da war nix, ne? Ich bin so schlau, ich bin so schlau, ich bin so schlau, la la la, ich bin so schlau, oh yeah. Ja, was soll's denn hier jetzt? Ah, da unten ist einer. Da unten ist ein Gradler. Ich höre das Glühwürmchen. Ei, caramba, den habe ich auch vergessen. Oder der ist jetzt neu hier. Ich habe Füchse immer schon gemocht. Meine Mutter hat mir oft ein Lied über sie vorgesungen, als ich noch ein Kind war. Ja, ja, der Neunschwanz ist halt auch eine sehr, sehr beliebte Figur, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Jo, das ging. Ich sehe gar nichts. Kann ich... Ich werde da runterfallen. Ich sehe überhaupt nichts. Was? Nix da weg. Ach, scheiße. Jetzt war nicht dein Ernst, oder? Ja, und jetzt? Sind die voll, oder was? Meine Punkte sind aber nicht da. Ja. Boah, ey. Der Gradler, ne? Der Gradler kostet mir Nerven. Weiß ich jetzt schon. Jetzt ist die Frage, wenn da einer ist, ob nicht irgendwo anders auch noch wieder Wachen sind. Das wäre nicht so gut.
Okay, ich brauche Schatten. Super. Stehe einfach da so rum, ne? Klasse. Dann kann man doch so meucheln, oder? Geht das nicht? Das war da nicht gerade vorher ein Symbol für das zum Ermorden? Nö. Wie gesagt, ich sehe. Ah, jetzt. Heureka! Moa. Tja, leider können wir den jetzt nicht verschwinden lassen, weil hier alles vor Licht ist. Macht nichts. Oh. Wow. Was? Rang C? Autsch. Alle Bedrohungen ausgeschaltet, nie entdeckt. Und dann kriege ich nur Rang C? Also wegen der Zeit, ne? Was? 3 von 6 gefundenen Sammelobjekten? Oh, da hätte es nochmal so. Oh, oh Gottchen. Uff. Ah, das ist aber nicht so klasse, oder? Da gab es noch 3? Aber wo? Ich gehe mal auf weiter. Aber die Sachen werden wir brauchen, ne? Bist du gescheit? Du sagst, dass sie den nächsten Talisman in einer Höhle tief im Wald versteckt haben. Sei vorsichtig, ich habe schon viele Gespenstergeschichten über diesen Ort gehört. Na wunderbar. Ich hoffe mal, dass wir dann die Kapitel später nochmal durchzocken können. Das ist echt, also das ist übel. Da waren noch 3 Sachen versteckt. Oh. Aha, der Bogentypi, ne? Supi. Das ist natürlich nicht so klasse, ne? Toll, wie soll man das bitte anstellen? Dieses Laub. Ich sehe nichts. Und mit nichts meine ich nichts. Okay, darüber kann ich, oder? Nö. Jetzt kommt der Gradler wieder. Puh. Ist er schon weg? Jetzt. Sie haben den Pfad versperrt. Diese Barriere muss mit der Kugel aus Lichtessenz verbunden sein. Wir kommen sicher durch, wenn sie zerstört ist. Wenn du sie zerstörst, so. Ja, Maus? Das ist übel. Auf jeden Fall muss der Bogenschütze mal dran glauben. Das wäre sicher nicht verkehrt. Ist nur die Frage, wow, wie wir das anstellen. Okay.
Gut, und nun? Wäre es super, die umzuhauen, ne? Zuerst der Bogenschütze, der muss sicher zuerst weg. Weil wenn der entdeckt, was wir da machen tun, dann ist das nicht so klasse. Müssen mal kurz warten, bis der weg ist. Und dann uns da vorbeischleichen. Gut, soweit haben wir schon mal. So, wie kommen wir da jetzt drauf zu dem Gradler? Geht das? Muha, das geht. So. Jetzt nur noch warten. Bis die Wache sich umdreht. Na los, du Gradler. Geh. Hallo? Jawohl, tut eh. Sehr gut. Und weg mit dir. Jetzt geht's schon leichter. Phü, ne? Mal aufs Dach. In die Schatten. Gut, von hier aus können wir ihn gut ermeucheln. Ermeucheln, genau. Schwupp. Gut ermeucheln können wir ihn. Zuerst auf jeden Fall der, der herumspaziert und dann der, der am Feuer steht. Weil durch die Feuerstelle kann es leicht passieren, dass wir ihn aufdecken. Also, dass er sichtbar ist. Für den Kerl da. Das wäre halt nicht so klasse. Und? Kann man dich verschwinden lassen? Nö. Das habe ich schon befürchtet. Und weg mit dir. Passt. Der ist komisch gefallen. Aber passt schon so. Nicht alle können wir leider in den Schatten verschwinden lassen. Wenn die Lichtquelle nämlich zu stark ist, dann klappt das nicht. Aber immerhin ist schon mal so, ne? Ist ja nicht so schlecht. Aber mich ärgert es gerade im vorigen Kapitel. Wo hätten wir noch drei Schriftrollen? Wo wären die denn versteckt gewesen? Boah, krass, ey. Das sind Zelte, oder? Was ist das? Na, das ist einfach nur Mauer. Vielleicht. Ah, schau, da haben wir schon was. Das war ja schon sehr verdächtig. Schwing. Yeah. Das war ja wirklich sehr verdächtig. Aber wir können gleich mal schauen. Ich glaube, drei hätten wir gebraucht, ne, für die nächste Fähigkeit. Aber schau, da geht was. Defensive Techniken. Verleiht Aragami kurzzeitige Unsichtbarkeit. Das wäre auch nicht schlecht. Erschaffe einen Köder, um nahe Feinde anzulocken. Das ist auch nicht schlecht. Enthülle nahe Feinde durch Wände und undurchsichtige Oberflächen. Na, das mit dem Köder wäre nicht schlecht. Aber jetzt haben wir eigentlich eh die Glocke. Was ist das? Das haben wir schon. Ah, hier haben wir auch was. Kurosuna. Wirf eine Welle aus Schatten vor dich, um eine Gruppe von Feinden vor dir zu blenden. Schienen. Ich hoffe, das spricht man so aus. Stelle eine Falle auf, die ausgelöst werden und mehrere Gegner auf einen Schlag töten kann. Oh. Ja, das wäre sicher auch nicht schlecht, weil Köder theoretisch braucht man nicht, weil wir das Glöckchen ja eigentlich haben, ne? Das ich öfters einsetzen könnte. Uiuiui.
Ich werde das daneben. Platziere mit E eine Falle an deinem aktuellen Standort. Drücke nochmals E, um sie auszulösen und alle Feinde im Umkreis der Falle zu töten. Ja, ist ja fisch. Wow. Ach so, da haben wir noch was. Schattentechniken sind mächtige Fertigkeiten, mit denen du schwierige Situationen meistern kannst. Halte das Dollarzeichen, um das Machtrad zu öffnen und eine Schattentechnik zu wählen. Drücke Mittelbutton, also den mittleren, ja, also das Mausrad eigentlich, um die ausgewählte Schattentechnik zu nutzen. Aber ich glaube, es gibt wirklich Mäuschens, also PC-Mäuschens, die auch eine dritte Taste haben. Also, ja. Das können wir doch gleich mal ausprobieren. Dollarzeichen. Jetzt ist die Frage, ob es wirklich nur die Vierer-Taste ist oder ob es wirklich groß... Das ist wieder so eine Geschichte. Es klappt nicht. Das Dollarzeichen. Ja, schön. Das schreibt man eigentlich dann, wenn man es groß schreibt. Also, nein, ich weiß schon. Nicht groß schreiben, sondern mit Alt wird es gehen, ha? Nein, Steuerung? Nö. Mimumu. Das klappt nicht. Müssen wir uns halt, aber wahrscheinlich klappt es deshalb nicht, weil ich nur gerade mal eine Technik habe. Von dem Zeugs. So. Es speichert. Juhu, es speichert. Das ist schön. So, dann müssen wir hier durch. 40 Meter noch. Deaktiviere die Lichtbarriere. Jawohl. Eischäfchen. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Vielleicht war das ihr Dorf. Na, großartig. Schau mal von überall oben, ne? Stehen solche Kratler. Boah, das wird schwierig. Das heißt, sie müssen von oben nach unten arbeiten, wie beim Putzen, ne? Immer von oben nach unten arbeiten. Hast du dieses Ding, diesen Talisman mal gesehen? Nein, muss ich auch nicht unbedingt. Wie kommt's? Der General und die Hauptmänner haben in mir irgendwelche seltsame Magie geschaffen. Derselbe Magie, die jetzt an ihren Gesundheit zehrt. Da bekomme ich schon beim bloßen Dingsbums-Schiss. Jawohl. Bist du nicht mal ein bisschen neugierig? Du hast schon gehört, was mit Hauptmann Yuki passiert ist, oder? Er ist tot, weil die Magie ihn geschwächt hat. Niemand will in der Nähe dieser Dinger sein. Ach so? Bäh. Ich frage mich trotzdem, wie es aussieht. Sie sind Glöckchen. Zumindest eins davon. Na toll, jetzt bewegen die sich. Ich sollte mich mal wieder vielleicht ein bisschen weiter weg verstecken, damit ich das gut im Überblick, also im Auge behalten kann. Da drüben ist ein Gradler. Der wäre aber leicht auszuschalten, ne? Und der andere. Du musst schauen, wie der sich bewegt. Ob er wieder zurückgeht oder ob in unsere Richtung da kommen würde. Sonst bin ich gleich wieder hinüber. Das ist echt krass. Wie hier alles versteckt ist. Ne? Ich muss jetzt wirklich besser aufpassen. Bevor wir weitergehen, also wenn alle Gegner kaputt sind, muss ich unbedingt die Gegend hier anschauen. Okay, der scheint nur hin und her zu gehen. Jo, das ist ein gutes Opfer. Aber ich sehe gerade, der Part ist auch schon zu Ende. Ich will probieren. Boah, warte. Das muss ich jetzt echt abwiegen. Der kommt wieder zurückgeschlichen, ne? Der geht aber zurück. Aha, der geht so quasi in einem V, in einem U, wie man auch sagen soll. Aha, okay, der ist recht leicht. Den können wir im nächsten Part gut besiegen.
Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!